So, und willkommen zurück hier bei Mass Effect 3. Wir brauchen eine Lösung für die Söldnerin, weil diese psychopathisch kranke Tussi da freizulassen. Naja. Wir schauen mal, ob wir bei der anderen Option vielleicht auch noch böse abschneiden können. Wenn nicht, müssen wir sie rauslassen und ja, sie wird uns dann jagen und irgendwann töten und dann müssten wir sie töten und dann hätten wir eigentlich nichts gewonnen. Und ja, ich laufe da jetzt schon zielstrebig runter, weil ich weiß, wo es ist. Ich schaue da jetzt gar nicht so großartig bei der Karte nach. Damit wir auch endlich mal wieder von der Citadel herunterkommen, weil, wenn ich jetzt mal überlege, wie lange ich hier schon aufnehme und wie lange ich jetzt auf der Citadel bin. Aber ich kann es einfach nur immer wieder betonen, es ist eine nette Abwechslung. Man ist dieses Mal sehr, sehr lang auf der Citadel. Das nächste Mal ist es Gott sei Dank nicht mehr ganz so lang. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, bin ich hier voreilig schon runtergegangen? Es sieht mir nämlich so aus. Ach nee, da ist er ja. Ach, guck mal, da ist ja noch ein Kerl und da ist noch einer. Alter Falter, was will der denn? Wow, Arya hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mal ein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Mhm. Was verschweigen Sie mir denn? Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Ah ja. Mit Arias Zustimmung übrigens. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen. Und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet ihrem Krieg nicht. Aber die Dienste der Blue Suns, nun, Sie wissen ja, wie wir arbeiten. Ich werde mich darum kümmern. Sie müssen sich nicht mehr lange Sorgen um Oraka machen. Ich liebe es. Shepard entsorgt den Müll der Blue Suns. Diese Arya ist schon was ganz Besonderes. Naja, naja. Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Ja, sparen Sie sich diese Schönfärbereien. Sie müssen das nicht beschönigen, Arya. Ach, Shepard, Sie glauben mich zu kennen, hm? Ja. Ich begreife nur nicht, warum Sie mir die Einzelheiten nicht selbst sagen konnten. Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellungen. Mit den zugesagten Lebensmitteln. Sehr schön. So, Kollege. Du bist also der Kerl, der keine Eier hat. Bereit machen, Männer. Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris Freilassung reden. Oh, dann koordinieren Sie das also richtig? Es war meine Idee. Arya wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Dann töten Sie sie. Ich verstehe. Ich lasse Sedaris frei, Sie erledigen sie und übernehmen die Führung. Was? Was meinen Sie? Brillant. Das bringt Ihnen Arias vollen Respekt. Ja. Sie durchschauen mich. Und dann mache ich den Deal mit Arya, richtig? Genau. Sie hatten das alles so geplant. Genau. Genau. Das ist der Plan. Sedaris kommt frei, kann die frische Luft aber nicht lange genießen. Guter Mann.
Oh Mann, dieser Plan hätte ja glatt von mir sein können. Wir lassen sie frei und dann wird sie getötet. Sehr schön. Der Plan gefällt mir. Ach, böse zu sein ist doch so toll. Ach, das ist sehr schön. Ach. Sie haben mit Sedaris Stellvertreter gesprochen. Was haben Sie vor, Shepard? Lassen Sie Sedaris sofort frei. Sie stellt keine Bedrohung dar. Ich will's gar nicht genau wissen, aber ich vertraue Ihnen. Ich lasse Sie noch heute frei. Hoffentlich bereuen Sie das nicht. Oh nein, ich werde es nicht bereuen. Ich freue mich jetzt schon. So, das ist ja der einzige Bereich, in dem wir ja noch nicht waren, weil eine Person fehlt noch. Komplett. Ha. Stimmt, der steht, glaube ich, dort vorne irgendwo. Unser Cortez. Ich glaube, die anderen, also die beiden, die Nachrichten-Tussi, deren Name ich da schon längst vergessen habe, bleibt immer an Bord und... Hör zu, Liebling, bitte. Es muss eben so sein. Das steht jetzt allen bevor. Okay, bleibt ihr doch noch an Bord? Bailey, bla 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 bla. Zane, Kaidan, Arya, James. Ach, mit ihm müssen wir auch noch reden. Okay, ich wollte sagen, wir könnten dann eigentlich hier schon fast gehen. Also zwei Sachen müssen wir auf alle Fälle noch überprüfen. Das sollte man immer überprüfen, wenn man auf die Citadel kommt und wenn man von der Citadel geht. Eigentlich würde es lang, wenn man von der Citadel geht. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, es macht keinen Sinn. Weil dazwischen sollte man ja auch einige Male noch dorthin. Toll, super, ich habe vergessen, wo ich hin sollte. Präsidium Unterhaus, stimmt. Diesen General da, Okir. Mal schauen, was er für eine Lösung hat für unser Problem mit den Söldnern. Damit hätten wir jetzt dann schon das Bloodpack und die Blue Suns auf unserer Seite. Eclipse ist das einzigste Problem. Commander Shepard. General Uraka, wir kennen uns aus Koras Nest. Ich glaube, es ging Ihnen nicht besonders. Besoffen, vor meiner Pensionierung. Ich bin jetzt trocken und wieder im Dienst. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ach, stimmt, das war's. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Lassen Sie es sein. Die Blue Suns können Ihnen das Leben schwer bis unmöglich machen. Der Tod schreckt mich nicht. Pelleven liegt in Trümmern. Mein Volk stirbt zu Millionen. Ich gebe nicht auf, was auch passiert. Tja. Kollege, war nett, dich gekannt zu haben. Entschuldigung, General. Schön, Sie wiederzusehen, Shepard. Der General nimmt keine Vernunft an. Ausschalten. Ein Versuch was wert. Ja, ein Versuch was in der Tat wert. Ja, mein Freund. Schon scheiße gelaufen, ne? Die gute Option wäre gewesen, mit dem Waffenhändler einen Deal auszuhandeln, ein Artefakt zu finden und dann hätten er die Waffen gehabt. Aber so ein Pech aber auch. Man hätte vielleicht auch darüber noch was Böses raushandeln können, aber... ja. Man möchte es sich ja auch lieben gerne noch ein bisschen schwerer machen, als es eh schon ist. Ich frage mich halt immer noch, wie das gehen wird, weil einige Entscheidungen sind halt schon so böse, dass ich da selber gar nicht weiß, wie man sich da eigentlich noch den Arsch rausrettet. Ach, ja... So, hier schauen wir einfach noch mal ganz kurz nach,
was für Nachrichten wir bekommen haben, ob wir irgendwas zum Autorisieren haben. Da haben wir zum Beispiel rein gar nichts. Oder ob wir irgendwelche netten Dinge kaufen können. Nein, können wir nicht. Also da erscheinen dann auch noch ein paar andere Sachen, außer die Waffen, glaube ich, zumindest. Bin mir aber da bei dem Terminal nicht mehr ganz so sicher. Würde aber Sinn machen. So, dann haben wir hier eigentlich alles abgeschlossen. Wir können endlich die Citadel verlassen. Das mit Cortez, das ist, was mich so ein bisschen wundert. Auf der Normandy habe ich mit ihm gesprochen, auf alle Fälle. Für normal. Gut, was ist heutzutage schon normal? Definiere normal. Okay. Dann können wir endlich zu Normandy und weiterfliegen. Mal schauen. Wir haben ja diese Akademie von den Asari. Beziehungsweise Asari, sage ich schon. Wo die Asari drüber gesprochen hat, dass sie da keinen Kontakt hinbekommt. Wo die Biotika sind. Wenn Zermurus dorthin auf dem Weg ist, kann das natürlich, oder ist das definitiv für uns interessant. So, hier gibt's nichts Neues, oder? Commander? Ja, ja, passt schon. So, ehe wir uns jetzt in die Mission schlagen, würde ich sagen, gehen wir endlich mal hier rauf und schauen uns unser Deck an. Hier die ganzen Schiffchen. Ja, da fehlen noch jede Menge. Ist schon all. Nein, fast alles voll. Da fehlt immer noch ein Schiff. Mann. Richtig schön. Wo ist denn das vom Shadow Broker? Ach, da ist es da. Vom Shadow Broker. Da, wo jetzt gerade der Kopf so entlang fährt, das ist das Schiff von dem Shadow Broker. Wenn man sich das so anschaut, also wenn man sagt, dass da hier ist in so einem. Den Kopf nehmen wir jetzt einfach als Betonklotz. Und stellt sich vor, da unten fließt Lava entlang. Sieht das Ding aus wie von Star Wars? Diese komischen Krallen auf diesem Planet, wo Anakin letztendlich verbrennt und sozusagen die Metamorphose zu dem Darth Vader wird, wie ihn kennt. Und unsere Schiffchen. Fischchen. So, automatische Fütterungseinheit macht das ja automatisch. Ansonsten würde ich verhungern. Ach, ist das nicht schön? Im Krieg gönnt man sich ja sonst nichts. So, wir haben jede Menge Equipment ja dazu bekommen. Schultern, was haben wir denn dazu bekommen? Da geht die Gesundheit nach unten. Was kriegen wir? Waffenschaden, Kopfschussschaden. Das bringt ja schon mal so gut wie gar nichts. Kopfschüsse, Waffenschaden, wir sind ja eher der Biotiker. Nahkampfschaden. Ach, so viel haben wir doch noch nicht gekriegt, hä? Beine, Waffenschaden. Ja, das nützt mir nichts. Ich will. Kraftschaden. Doch, wir brauchen Kraftschaden. Kraftschaden war die Biotik. Was habe ich damit irgendwas anderes mal durcheinander gebracht? Okay. Aber Kraftschaden war jetzt da nirgends dabei, ne? Nee, Nahkampfschaden, das nutzt mir rein gar nichts. Wenn nicht, holen wir uns dann doch mal eine komplette Ausrüstung. Mal schauen. Man kann ja beides nutzen, wenn wir dann die nötige Kohle dazu haben. So. Dann würde ich doch sagen, definitiv hier nochmal ganz kurz drüber schauen. Aber dann kann es echt losgehen. Gut. Die richtige Action wird im nächsten Part erst beginnen. Aber ich will jetzt hier keine Zeit totschlagen oder rausschlagen, sondern wir fliegen schon mal dorthin, schauen, dass wir das Gebiet dort auch noch gut scannen. Da muss ich hin. Jetzt wollte ich da rausfliegen. So, und hier sieht man diese Bereiche hier. Da sind die Reaper, also wenn man dort scannt, ist es immer ein bisschen mit mehr Ärger verbunden. Die Studenten retten, genau. Also Systeme, die blinken, sind immer wichtig. Gut, die Citadel blinkt immer. Aber wir wollen hier die Studenten ja retten. Wham! So. Hier können wir zumindest gefahrlos scannen. Von daher glaube ich ja gar nicht, dass hier überhaupt irgendwas versteckt ist, ne? Ja, da ist überhaupt nichts. Okay.
Dann wollen wir die Umlaufbahn anfliegen. Allerdings mache ich den Schnitt jetzt schon. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Baba.